herzlich willkommen zurück bei der Neumeister. Wir sind gerade rausgekommen hier bei Blameless und schauen mal, was jetzt kommt. Weiter geht's. Wow. Shit. Genau das dachte ich auch. Können wir wieder zurück? Ja. Wollen wir zurück? Ich nehme mal die Brechstange mit. Kann man sofort, Jetzt komme ich hier nicht rein, oder was? Ah, okay. Also man kann tatsächlich nur eine Sache in der Hand halten. Und was machen? Oh Gott, ist das dunkel. Oh, ich sehe nichts. Hallo? Hallo? Oh. Okay. Bisschen staubig hier drin. Okay, hier ist alles zu, oder was? Okay. Ein Stromkasten. Komme ich da dran? Nee. Nee, da ist keine Klinke dran. Ist das ein Schild oder? Ein Handbuch. The Fusebox Opener is locked in the old house in my Duffelbag? Ich kann es nicht lesen, was? In my Duffelbag. Duffelbag. Was ist ein Duffelbag? Kenne ich gar nicht. Okay. Also. The Fusebox. Ist was? Ach, The Fusebox Opener. Okay. Im alten Haus. Okay, für die Sicherungsbox dafür der Öffner. Wahrscheinlich die Klinke. Oder sowas. The dragging stain again. Ach jo. Okay, geht auf jeden Fall die Treppen runter. Das heißt, wir nähern uns wahrscheinlich dem Opfer. Wenn es die Frau ist. Also bis jetzt muss ich sagen, gefällt es mir echt gut, also optisch. Und es lässt sich Zeit und das mag ich eigentlich. I don't like the look of that dark corridor. Let's see if the light switch is working. Ja. Sowohl ersteres als auch zweites. Ist hier. Ja. Bitte, bitte, bitte. Oh. Better. Ja. Much better. Okay. Ich hätte das Spiel nicht nehmen sollen. Das Problem ist, ich bin hier gerade selbst so gesehen auf einer Baustelle und toll, Marc. Ganz gut ausgedacht, das Game zu nehmen. Okay. Machen wir einen Raum nach dem anderen. So, hier war jetzt nichts drin. Hier liegt noch ein Paket Laminat. Okay. Boah, ich dachte schon, da liegt was. Okay. Kaffeebecher. Achso, das wäre ein Kaffeebecher. Hä? Ein. Wieso hätte die denn nach oben und die leuchtet dann gar nicht, aber es leuchtet. Okay, ja. Lassen wir mal so stehen. Okay. Ja, und das ist das Badezimmer, das sieht man. Noch schnell eine Dusche, zack, zack. Okay. Finally out of the house. Yes. Okay, jetzt mit den Blutspuren, warte mal eben. Das wollte ich jetzt nochmal gucken. Hup. Ja, yeah, einmal so rumgedreht. Warte mal, die gehen hier lang. Ach, guck mal, die gehen da rein. Das habe ich auch gerade nicht gesehen. Wie kann man das nicht sehen?
Und die gehen dann hier rein, oder? Da war ich doch... Boah, jetzt krieg ich gerade eine Gänsehaut. Ich sag noch, da liegt irgendwas. Nee, jetzt sag bloß, was? What the hell? Mhm. Oha. Okay. Shit, she's... She's dead. It's dust. Okay, das heißt, die lag da irgendwo rum, oder was? Found upstairs on the floor. I don't want to look at her face. Nee, ich auch nicht, ich auch nicht. She was being dragged over here through the house. Ach komm, mehrere Antworten sehe ich gerade. Ah, das war's. You gotta get out of here and call for help. Ja, das ist eine gute Idee. Hauptsache erstmal raus. Guck mal, da ist auch noch was in der Hand. It's the address of this house. Was she invited here too? Ah, okay, sieht wohl so aus, ne? Vielleicht auch eine Architektin oder so? Oh, jetzt haben wir schon, was steht da? 12:13 oder 13:12 wahrscheinlich. Okay, den nehmen wir schon mal mit. Kann man ja wieder zudecken oder so? Okay, jetzt soll immer der gleiche Gruseleffekt kommen, als ob man die Pappe wegschieben würde. Achtung, ich drück nochmal drauf. Okay, das ist ein bisschen dumm gemacht. Aber wenigstens was zu lachen. Warte, bevor ich gehe, okay. Okay, jetzt wieder ernst hier bei der Sache. So, wir haben jetzt den Schlüssel. Okay, wir haben die Leiche gefunden von dieser, wie heißt sie? Helen Woodward. Wahrscheinlich, dass sie das ist. Woodward. Okay. Okay, schauen wir erstmal hier alles. Was halten Sie beim wegen Schiff gedrückt, um zu rennen? Wenn mir ein Spiel sagt, dass ich rennen kann, muss ich wahrscheinlich rennen. Vor wem oder was auch immer weg. Wahrscheinlich. Okay, gucken wir erstmal, ob wir hier rein können. Na, ich denke nicht. Ne, geht nicht. Okay, gehen wir erstmal hier lang. More dark rooms. Ja, finde ich ganz toll. Nee. Hallo. Okay, ist glaube ich nichts drin, ne? Okay, gehen wir mal hier in den Raum gegenüber. Nee. Wohl auch nichts. Langer Gang. Ah, okay, ich sehe schon, es ist abgeschlossen. Why is everything always locked? Ja, das weiß ich nicht. Oh. Licht. Ah, okay. So, was können wir denn da sehen hier? Guck mal, das ist eine Tasche. Why is everything always locked? Eine Tasche? Ja, und das kann ich alles nicht erkennen, was da so rumliegt da hinten. So, jetzt haben wir den Raum noch. Eier. Oder auch nicht Eier. Okay, ich dachte, ihr könnt ihr was drücken. Wo gehen die Kabel denn hin? Der geht da hinten hin. Der Draht, wo geht der hin? Okay. Ja, hier ist auch nichts. Dann gehen wir mal wieder raus. Können wir irgendwas mitnehmen oder so? Hm. Ah,
kann er rennen. Ich vergesse mal, dass ich rennen kann. Upp, warte mal, jetzt bin ich, Achso, hier einmal um die Ecke. Ist hier eine Eingangstür? Jo. Ah, okay. Boah, mit Gewalt geht ja alles. Ja. Okay, kann man ja auch. Naja, komm, dann machen wir die mal hier weg. So. Da noch. So. Okay, sehe gerade, der hätte ich gar nicht aufheben müssen. Aber ich bringe auch was zu Ende, was ich anfange hier. So, du gehst auch nochmal weg. So. So. Okay, ich mache mal die Tür lieber zu. Und auch nicht. Erstmal orientieren hier. Okay, kann ich nichts machen. Eine Leiter, auch nichts. Aha. Broken. Ja, das sieht wohl so aus. Ein Brief. Final reminder. This guy does not really care much about the scaffolding. Okay, 13. Juli 2001. Final reminder letter. Also, letzte Erinnerung schreiben. Dear Mr. Hopkin. Hopkin heißt der Mann, der hier uns eingeladen hat. System from your records. We still haven't received back the scaffolding. Als Baugerüst. Und was? Drei Leitern, die sie sich von uns geliehen haben für ihre Arbeiter. Oder bei den Source geliehen haben. Am 7. Juni. Und wir haben jetzt den 12. den 13. Juli. Okay. Das ist ein bisschen lange her. Über einen Monat schon. Bitte bringen Sie das Gerüst innerhalb von 14 Tagen zurück, nachdem Sie den Brief erhalten haben. Wenn Sie das ignorieren, bla bla bla. Okay, das ist also eine Mahnung einfach nur. Tja. Ist das wohl ein Mörder und noch einer, der alles länger behält, als er soll. Was ein Verbrecher, ey. This must be one of the three suspension ladders mentioned in the letter. Okay, drei Stück. Wir merken uns schon mal, dass wir jetzt eine hier haben, die ist aber kaputt. Okay, sonst war hier nichts mehr, ne? Nee. Ist da? Ach, hier ist die zweite, guck mal. Achso, ich dachte, ich könnte ihn nehmen. Vorsicht, Kopf. Okay, hier ist auch nichts mehr. So. Ich glaube, hier war noch eine Tür, genau. Locked. Ja, achso, warte mal doch. Ich habe doch einen Schlüssel. Mal gucken, ob der hier passt. Ja. Yes. Ja, der läuft doch schon zu rund, würde ich sagen. Stürmt. This is the way out. Ja, würde ich sagen, ne? Ne, dann. Kann ich das hier? Ne. Mach auf! Warte mal, hier vielleicht. Ne. Ah, Glückschein, warte mal. Achso, ja, hoch. Jesus, this place is scary. Wer hätte das gedacht, ne? Na toll. Kann ich nichts mehr machen? Shit, no power. The electric must have tripped for the whole garage. Ja, das sieht wohl so aus. Kann ich irgendwas hier mitnehmen oder so? Nee. Ja, wenn man Leichen hat, sind solche Sägen auch nicht schlecht. Habe ich gehört. Ah! Hey. Ja, das heißt, das wäre jetzt so gesehen die dritte Leiter. Mal gucken. Vielleicht können wir die einhängen an der Stelle, wo wir gerade waren. Weil daneben war ja nichts. Na komm, John. Ob dieser Typ nochmal auftaucht hier? Ich hoffe nicht. So, hier können wir das vielleicht. Ah, okay. So, jetzt sind wir schon mal hier oben. Mein Gefühl sagt mir, dass wir hier einbrechen. Hm. Okay. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Aber warte mal, jetzt sind wir auf der anderen Seite der Garage. Vielleicht können wir jetzt dann raus. Jesus.
Oh, 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 der Kollege. Lauf, lauf, lauf. Get away from me. Ja, lass mich in Ruhe, sie Ausleihmensch und nicht Zurückbringmensch. There he is. What? This is Lightwater Police. Stay where you are. You're under arrest. Get down on your knees. But I didn't do anything. Get on your knees now. You are under arrest. What the fuck, man? This is what happened. He was chasing me with a rod in his hand. He must have hidden when he saw the police cars pulling up to the gate. Mr. Malcolm, we searched the yard thoroughly and didn't find any evidence suggesting there was another man. No, 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 no. He was there. He was the owner who called me. The former owners sold the house due to personal financial problems 2 weeks ago. They moved to a different town on the other side of the country. The private company who owns it now proved all their employees were off-site, having a team-building activity that night. How could you not find evidence of him? I'm telling you, he was there. Yes, yeah. I heard you. Our officers got a phone call from one of the neighbors reporting lights coming on in the house and suspicious person moving on-site. They gave us your description. They never saw another man. Nee, oder? How could that be? This doesn't make any sense. Let's cut the crap. What? It does make pretty clear sense to me. I have to say that I honestly don't believe any part of your bullshit story that you're giving me here. Everything suggests that you murdered that woman. No, I... You found the victim's blood on your clothes and your hands. You had the victim's wallet in your pocket. Wait. And the officers caught you fleeing the crime scene. You. No one else. Okay. Guess whose fingerprints match the ones we found on the victim's body, huh? I don't know why you murdered that woman, but I'll guarantee you're never getting out. You're going down, Mr. Blameless. Mr. Blameless, okay. Das war's jetzt, oder was? Okay, das waren jetzt gefühlt 20 Minuten oder so. Hä? Okay, wir sind jetzt rausgelaufen und wurden verhaftet und das war's. Wir sind jetzt der Mörder, sind im Knast und fertig. Okay. Ja gut, That's how it all began for me. And it was far from over. Ah, geht's auch noch weiter, oder was? Hä? Okay. Ja. Das Ende habe ich mir jetzt doch ein bisschen anders vorgestellt, ehrlich gesagt. Das Problem, was ich jetzt habe, ist, dass ich gelesen habe, dass das Ende zumindest so offen sein soll, dass man da richtig gut drüber diskutieren kann. Aber was soll ich jetzt drüber diskutieren? Das Einzige, worüber ich diskutieren möchte, ist, warum ist es jetzt schon vorbei? Das war doch viel zu kurz. Ja gut, aber so ist es. Ja. Meine Damen und Herren, das war Blameless. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Also der kleine Ausflug hat mir Spaß gemacht. Sowohl optisch, von der Atmosphäre war es richtig nett gemacht. Weil ich dachte, jeden Moment geht's los. Aber leider ging es dann am Ende nicht los. Ja. Ja, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Ende haltet. Ob es überhaupt diskussionswürdig ist. Und wenn ja, in welcher Hinsicht es diskussionswürdig ist. Ob es diskussionswürdig ist, weil es so schnell vorbei war. Oder... Und man einfach mal darüber sprechen sollte, warum er jetzt der Mörder ist. Wer war der andere Mann? Wie ist das alles passiert? Keine Ahnung, was weiß ich. Ja, wäre mal schön, wenn ihr was dazu schreiben würdet. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet und wenn ihr ein Däumchen für mich da lasst. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play wieder. Und ich kann schon mal so viel verraten. Es wird zwar wieder ein Horror-Game, aber es wird eins, was länger geht. Viel länger. Und vor allen Dingen... wird es sehr heftig für mich werden. Optisch eine ganz andere Nummer. Ich will nicht zu viel verraten. Ihr werdet es dann sehen.
Ich werde dann Bescheid sagen. Okay, alles klar, ich bin raus. Macht's gut, schönen Abend noch. Der Neumeister sagt ciao. Tschüss.